Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Video geht es um eine geplante Gesetzesänderung im Arbeitsrecht und dort um das Thema Teilzeit. Bisher ist es ja so, dass wenn man in die Teilzeit geht, man in den meisten Fällen nicht aus der Teilzeit zurückkehren darf. Also jedenfalls nicht einseitig als Arbeitnehmer ohne Deal mit dem Arbeitgeber, und das muss ja der Arbeitgeber nicht machen und viele vor Teilzeit zurückschrecken. Jetzt nach der geplanten Gesetzesänderung soll es eine Brückenteilzeit, man hat auch gleich einen schönen Begriff gefunden, eine Brückenteilzeit geben mit einem Rückkehrrecht für alle. Was hat es damit auf sich und wann kommt die Gesetzesänderung? Dazu im Video heute etwas. Ich habe vor 2 Tagen morgens im Inforadio auf der Autofahrt, ich bin jetzt umgezogen, habe morgens jetzt immer eine längere Fahrt, und da habe ich ein Interview mal in Ruhe anhören können mit unserem Arbeitsminister, und der möchte zwar nicht, zumindest in dem Interview ging es nicht darum, das Befristungsrecht, wie ich ja neulich an allen Fronten gefordert hatte, vernünftig ändern, aber er möchte eine Brückenteilzeit einführen, und zwar zügig. Ich will noch mal ganz kurz den Hintergrund sagen. Wir haben ja derzeit die Möglichkeit, in Teilzeit zu gehen unter bestimmten Voraussetzungen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Das ist ja alles mittlerweile kompliziert. Das muss ich mir wirklich mal aufschreiben. Ich habe mir aufgeschrieben, das Arbeitsverhältnis muss 6 Monate bestehen. Diese 6 Monate kennen wir schon aus dem Kündigungsschutz. Da war 6 Monate, sollte man ja sowieso mal warten, bis man seine Ansprüche geltend macht. Sonst ist man schneller wieder draußen, als man denkt. Ja, in den ersten 6 Monaten kann der Arbeitgeber ja immer kündigen. Aber hier muss man auch 6 Monate bisher warten. Und wenn man 6 Monate da ist und mehr als 15 Mitarbeiter beim Arbeitgeber vorhanden sind, dann kann man, wenn keine betrieblichen Gründe entgegenstehen, ja bisher Teilzeit beantragen. Wenn der Arbeitgeber das dann genehmigt oder man sich die Genehmigung vor Gericht ersetzen lässt, dann geht man in Teilzeit. Man kann aber nicht zurück. Ja, man kann nicht sagen, ich gehe jetzt irgendwann wieder in Vollzeit. Folge ist für viele, gerade Erziehende, gerade Frauen, die Kinder erziehen, die machen das gar nicht, weil die natürlich sagen, was soll ich denn jetzt hier in so eine, meinen schönen Vollzeit, 40-Stunden-Job, den ich zum Leben brauche, jetzt dauerhaft auf eine 20-Stunden-Stelle umwandeln. Irgendwann brauche ich ja wieder das Geld, irgendwann sind die Kinder so groß, dass sie in eine Kita gehen, und dann möchte ich ja zurück. Und deswegen wurde das halt oft gar nicht versucht. Man muss also schon bereit sein, dauerhaft in diesen Niedrigstundenbereich zu gehen. So. Und da sagt man, war jetzt eben gerade für die entscheidende Gruppe, die eigentlich wegen Kindererziehung in Teilzeit gehen wollen, für die man das eigentlich mal geschaffen hatte, die konnten das in der Regel gar nicht in Anspruch nehmen. Das ist also ein Makel, den diese ganze Geschichte von Anfang an hatte. Und das hat man jetzt nach vielen, vielen Jahren in der Großen Koalition erkannt. Ich muss das so ein bisschen zynisch sagen, ich bin ja nicht so politikverdrossen wie viele andere, aber es ist wirklich so, eine Sachen sind wirklich, da könnte man ja wirklich manchmal den Politikern echt, naja, gut, lassen wir die Polemik hier weg. Man hat es jetzt jedenfalls erkannt, man hat festgestellt, das können die ja gar nicht benutzen, weil das ist ja doof für die, wenn die nicht zurückkommen. Also soll denen jetzt als Brücke die Teilzeit wirklich gelten. Man soll also die Möglichkeit haben, unter bestimmten Bedingungen wieder in die Vollbeschäftigung zu wechseln. So das Ziel des Gesetzesentwurfs, den hier die SPD eingereicht hat. Die CDU braucht hier gar nicht rum, die blockieren das ja sowieso alles. Also muss man ganz klar sagen, hier in der Großen Koalition ist es ja immer so, wir haben ganz gute Ideen im Arbeitsrecht und im Mietrecht von der SPD. Die CDU ist grundsätzlich dagegen, gibt der SPD dann kleine Brocken und herauskommen Kompromisse, Leiharbeit und so weiter. Jetzt die geplanten Änderungen beim Befristungsrecht, kommen irgendwelche faulen Kompromisse. Mal sehen, was hier passiert. Hier ist jetzt jedenfalls aber mal nach dem Gesetzesentwurf der SPD es so, dass tatsächlich ab dem 01.01.2019 man wieder in die Vollzeit wechseln können soll. Das Problem ist, dass die ab 01.01.2019 wieder in die Vollzeit wechseln wollen, dass die dann möglicherweise einen Anspruch haben, also in Teilzeit gehen und dann wieder in Vollzeit gehen wollen, dass die dann einen Anspruch haben, die Alten aber nicht. Diskutiert wird auch wieder, ob man das ähnlich wie bei den geplanten Änderungen zum Befristungsrecht nur eine bestimmte Maximalzahl von Arbeitnehmern
zulassen soll, wo man wieder rechnen muss, denn wo es wieder eine Zweiklassengesellschaft gibt, wenn jetzt schon genug in Teilzeit vorübergehend in Brückenteilzeit gegangen sind, dann sollen andere nicht mehr gehen können. Also es gibt noch, ist noch, Einzelheiten sind noch unklar, aber geplant ist jedenfalls erstmal, dass das so laufen soll. Wir kennen so eine befristete Teilzeit schon ein bisschen aus dem Bereich der Pflege, ja, wo das möglich war, eine vorübergehende Reduktion, da hatten wir das schon. Und insofern ist das Denkmodell nicht ganz neu. Genannt wird es jetzt, der Begriff ist erstmal gut, kann man sich was darunter vorstellen, ist es also dann als sogenannte Brückenteilzeit gedacht. Ich will jetzt noch nichts sagen, ob das Gesetz hilft oder nicht, will ich jetzt noch nicht sagen, weil ich wirklich mal genau gucken muss, was da jetzt wieder dabei rauskommt, wie viele Ausnahmegenehmigungen, wie hoch muss die Mitarbeiterzahl sein, ab der das gilt, sind das die 15 Mitarbeiter des Teilzeit- und Befristungsgesetzes oder wären das mehr, gibt es irgendwelche Limitierungen, gibt es besondere Anforderungen, habe ich wirklich diese Sicherheit schon in dem Moment, wo ich sie beantrage oder kann der Arbeitgeber nachher, ähnlich wie beim Antrag, kann der Arbeitgeber ja, wenn ich die Teilzeit beantrage, dringende betriebliche Erfordernisse geltend machen, die dann dem Antrag möglicherweise entgegenstehen, kann er das nachher auch bei der Rückkehr. Wenn er das bei der Rückkehr auch kann, dann werden viele wieder sagen, nein, das ist mir zu riskant, nachher hatte der zwar im Moment keine dringenden betrieblichen Erfordernisse für die Teilzeit, gegen die Teilzeit, gegen den Antrag auf Teilzeit, aber hat die nachher vielleicht bei der Rückkehr. Also wenn der Rückkehranspruch, sage ich jetzt schon mal, wenn der Rückkehranspruch überhaupt nur sinnvoll sein soll, wenn das hier nicht wieder nur Symbolpolitik sein soll, dann muss ich einen ganz klaren, völlig vom Arbeitgeber unabhängigen Rückkehranspruch haben, von mir aus mit großen Ankündigungsfristen oder so, das ist sinnvoll, aber sonst macht das keinen Sinn. Dann braucht man es nicht tun, dann lasst es, da muss man ehrlich als Politik sagen, wir wollen das nicht machen, wir wollen da nicht helfen, den Arbeitnehmer ist ja okay. Das ist ja Politik, die man da macht, für die man gewählt oder nicht gewählt wird, aber man sollte nicht wieder so eine Augenwischerei machen. Davor will ich also auf jeden Fall warnen. Wenn, brauchen wir einen ganz klaren, automatischen, durch einfachen Antrag zu stellenden Rückkehranspruch. Jetzt will ich das nicht zu einseitig aus Arbeitnehmersicht sehen. Ich muss sagen, ich halte grundsätzlich ein Herausnehmen von Kleinbetrieben aus dem Ganzen für sinnvoll. Also da, wo der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer im Boot sitzt, da finde ich, sollte man diese Rechte nicht so weit ausgestalten. Also bisher hat das Teilzeit- und Befristungsgesetz so eine Mindestgrenze von 15 Mitarbeitern, also mehr als beim Kündigungsschutz, wo wir 10 haben. Ob jetzt 10 oder 15, da bin ich mir nicht ganz sicher. Von mir, also ich finde 15 noch okay. Ja, das wäre okay. Was ich Quatsch fände, ist, wenn man hier wieder so eine Mindestzahl für also eine Maximalzahl von Arbeitnehmern macht, also sagt, was weiß ich, 3%, maximal 3% der Belegschaft oder 10 oder 5%, weil das führt ja zu einer Zweiklassengesellschaft. Warum ist denn jetzt bitte der seinen Antrag früher stellt, der sein Kind früher kriegt und deswegen früher in Teilzeit gehen will, warum soll denn der jetzt bevorzugt werden gegenüber dem, der später geht? Und man will die Arbeitgeber nicht sozusagen zu sehr belasten und aber doch bitte nicht mit solchen komischen Regelungen, die in der Praxis überhaupt nicht handelbar sind. Ja, dann geht es um den Wettlauf des Antrags. Wer hat seinen Antrag also eine Minute früher eingereicht? Das kann alles nicht sein. Da kann ich nur dringend vorwarnen, die Politik macht, wir keuchen gerade über diese Datenschutzgrundverordnung, die Politik macht gerade wieder uns richtig fertig. Also die kleinen Arbeitgeber. Ich sage ja hier oft für die Arbeitnehmer, weil es die Mehrzahl, wenn der Zuschauer ist, viele Sachen, aber ich muss auch mal was für die Arbeitgeber sagen. Die werden gerade richtig fertig gemacht. Ja? Und wo man die am meisten fertig macht, das sind nicht die inhaltlichen Regelungen, die vielleicht nicht so arbeitgeberfreundlich sind. Wir haben im Moment Fachkräftemangel, wir suchen Mitarbeiter überall. Ich weiß, viele sind der Meinung, das ist kein Fachkräftemangel, wurde ich schon kritisiert, dass ich das so wiederhole einfach. Aber es wird jedenfalls so gesagt, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Es macht aber keinen Sinn, wirklich, die Arbeitgeber weiter mit Bürokratie zu belasten. Das heißt, wir müssen einfache Regelungen finden, einfach zu handeln, ohne dass da zu viel Verwaltungsaufwand entsteht, ohne dass die Regelungen unverständlich werden oder einfach schlichtweg nicht durchführbar. Weil das schadet letztlich beiden. Das schadet den Arbeitnehmern, die können die Regelung nicht durchsetzen oder können sie nicht gar nicht verstehen und können ihre Rechte nicht geltend machen. Schadet den Arbeitgebern, die werden unnötig in Aufruhr gebracht. Passiert ja eh nichts nachher. Ja? Das heißt, einfache, klare Regeln von mir aus, wenn man sagt, man will nicht diese prozentualen Regeln, dann sollte man sich überlegen, ob man die Hürde, also
Also das finde ich, man sollte das nicht wollen mit den prozentualen Regeln. Da sollte man sich einfach im Zweifel überlegen, wenn man die kleinen Arbeitgeber nicht zu sehr belasten will, dass man die Hürde höher setzt, der Mindestzahl. Ja, da müssen das eben von mir aus 25 oder 50 Mitarbeiter sein, wo es die Brückenteilzeit gibt. Das ist eine klare, einfache Regel. Da kann sich jeder Arbeitgeber darauf einstellen. Wenn er eben 52 Mitarbeiter hat und keine Brückenteilzeit gewähren will, dann muss er eben drei entlassen sozusagen oder muss sich darauf einstellen. Das ist dann nicht schön, aber es ist jedenfalls eine handelbare Regelung. Während wenn wir hier wieder mit, wie beim geplanten Befristungsrecht, mit Prozentzahlen arbeiten, das kann man nicht in der Praxis handeln. Ich habe bisher noch keinen Vorschlag jedenfalls gehört, wie das in der Praxis vernünftig laufen soll. Soweit. Ich werde, das ist jetzt ein bisschen, so ein bisschen, sag ich mal, rechtspolitisch hier geraten, gerade in, weil ich mich gerade selber so, wie, so live so aufgeregt habe, was ich eigentlich nicht machen will hier im Blog. Ja. Ich werde nochmal ein Video dazu machen, wo ich ganz klar nur nochmal für die Arbeitnehmer ganz einfach zusammengefasst darstelle, was diese Brückenteilzeit bedeuten würde. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus. Ja, ich hatte das eigentlich gerade das Video ein bisschen anders geplant und bin gerade so ein bisschen in Rage gekommen, aber Sie können vielleicht hier ein bisschen meine Gedanken zum Thema schon mal sehen, können schon mal selber überlegen, wie Sie das sehen, können das gerne unten runterschreiben, vielleicht übersehe ich was. Wir fangen frühzeitig mit der Diskussion an. Wenn die Gesetzesänderung mir auf dem Tisch liegt, werden wir die natürlich Wort für Wort durchgehen und werden uns genau überlegen, was das wohl für die Praxis im Einzelnen bedeuten kann. Aber es soll halt keiner sagen, wir hätten nicht schon vorher mal irgendwas gesagt. Also ich hätte nicht schon vorher mal was gesagt. Hinterher rummeckern ist ja immer einfach. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie gerne den Kanal und gucken Sie, vor allen Dingen, wenn Sie sagen, alles konfus, Bruder, ich habe nichts verstanden, warten Sie noch mal ein, zwei Tage, bis dieses zweite Video kommt, wo ich nochmal für Arbeitnehmer das ganz kurz und bündig ohne irgendwelche Bewertungen darstelle, was da passieren soll. Danke, tschüss.